Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Genau, wir spielen wieder eine Runde 7 Days to Die und heute geht's ab in den Knast. Ich befinde mich schon auf dem Weg. Mathilde müsste irgendwo hinter mir sein und hinter mir geht auch die Sonne auf. Man sagt, am Arsch geht hier auch die Sonne auf, ne? Oder? Was ich im Sprichwort. Sehr lyrisch. Habe ich noch nie gehört. Na gut, dann habe ich mir das gerade ausgedacht. Oh, der hat's gerade. Der Server hat mich gerade irgendwie zurückgeschickt. Ist hier ein Loch? War ich hier schon mal? Tür ist offen. Scheiße! Ich halte hier und da ist ein schwarzer Wolf. Och, Heinrich. Er hat mich noch nicht gesehen. Ja, da hast du aber Glück gehabt. Jetzt aber. Und weg. Eine Krankenschwester war auch gerade da. Auch mal, wo ich hin muss. Ja. Ich glaube, bei der Stadt bin ich schon mal links und rechts dran vorbeigefahren, aber ich war noch nie mittendrin. Möglich ist es. Oder zumindest nicht beim Gefängnis. Also in der Stadt waren wir auch schon ein paar Mal. Okay. Ich bin gleich da. Das ist schön für dich. Du bist ja auch schneller als ich. Du hast ja mein Moped gegriffen. Ach mein, dein. Das sind alles bürgerliche Kategorien. Also. Nein, genau so. Nur das alle kannst du weglassen. Steine. Wer legt denn Steine auf der Straße? Wer macht denn sowas, bitte? Die Apokalypse macht das. Ja. Denke ich auch, die Leute rasten aus und dann kommen sie auf die Idee, hey, wir legen nur Steine auf die Straße. Oder Zombies sind das. Kann natürlich auch sein, dass die Zombies hier mutwillige Barrikaden bauen. Aber wenn du dir die Gebäude hier um uns herum anschaust, die sehen so aus, als ob sie so ein bisschen verfallen wären. Vielleicht sind das einfach Ziegel, die runtergefallen sind. Ach, Pappele Papp. Ah, hier ist ein Gefängnis. Hallo, hallo. Ah, bei Higashi waren wir, siehst du? Das war so eine Art Rathaus oder sowas. Ja, aber das ist ein anderes Higashi. So, es gibt mehrere. So, hier ist der Eingang. Ich bin das der Eingang. Oh, da ist direkt ein Zombie. Oh, da nehme ich mir gleich mal meine Machete, meine schöne neue gebaute. Jetzt zeig mal, was bringt die denn? Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Sorry, sehe ich gar nicht. Server-Synchronisation passt nicht hin. Wie, du siehst mich nicht? Ich sehe dich schon, aber du hast gerade eine Machete rausgeholt. Ah. Faszinierend. So, dann markiere ich einmal direkt, wo mein Fahrzeug steht. Jetzt stehst du vorm Fahrzeug. Richtig. So. Oh, wollen wir uns erst das. Mal. Ich geh mal hier durchs Wachhäuschen rein. Mach das, ich geh hier. Rabiat. 8000, ja, leck mich doch. Hier ist auch direkt schon mal ein Safe. Mal gucken, was der für uns so bereithält. Ach, doppelte Mauer, ich komm da rein, wo du auch reingehst. Mit viel zu viel Kloppe. Wow, Papier. Faszinierend. Ja, Papier ist sehr wichtig. Ach, schau einer an. Ich geh mal unten weiter, ne? Ja, ja, ich geh oben weiter. Achtung hier. Was kriegt man denn für diese Lampen, wenn man die kaputt schlägt, die selbstgebauten? Keine Ahnung, guck, aber ich würde die eher mit dem Dings kaputt machen, mit dem Schrauber-Dings. Achso. Bei Lampen kriegt man gar nichts. Ah doch, da gibt's was. Hm, hier sind so ein paar Stühle in der Reihe. Electrical Parts gibt's dafür. So. Oh, super, die Schiebetüren sind freigeschaltet. Wollen wir da mal reinschauen? Machete, lass mich nicht im Stich.
Guter Lenker fürs Motorrad. Erste Zellen. Eine Waschmaschine. Ah, ich komme auch mal. Alarm. Toiletten. Die Zombies da fallen hier, kommen hier von oben. Ja, was ist das denn? Ja doch, lass mich doch in Ruhe. Wo hier. Der denn her? Oh, machen wir mal hier die Türen zu. Ja, lass ihn mal schön mit mir. Oh, du bist da schon drin, sorry. Ja, ja. Oh, ich treffe nur die Tür, was soll der Scheiß denn? Ich suche mir einen anderen Weg. So, machen wir die Tür wieder auf. Komm raus, du Fetti. Oh, ich bin jetzt auf der Mauer. Hast du ein Verbindungsstück zu den Türmen und man kommt hier weiter? Nicht. Du durchsuchst die Scheißhäuser? Ja, wollte ja irgendwie auch mal, dadurch, dass ich ja jetzt Dings bauen kann, einen Chemietisch, wollte ich auch mal schauen, dass ich Dünger baue. Ich hätte gedacht, so beim Gefängnis gibt es vielleicht irgendwie, ja, Waffen oder so. Gerade in so einem Aufseherbüro und hier ist auf jeden Fall ein Waffenschrank. Ist der wieder unten oder? Mhm. Aber bis ich da bin, bist du glaube ich offen. Ich weiß gar nicht, wie du lang gekommen bist. Doch hier hinten in der Ecke. Na, hast du schon. Oh, Plan für Schrotflinte. Guck mal, hier da unten ist. Da ist auch ein Safe und hier unten steht auch noch einer. Was ist drin? Was ist drin? Waffenteile. Cash und Vorschrottwissenschaft. Oh ne, die habe ich schon alle. Oben warst du schon. Hier ist auch noch eine Tür. Danke, dass du im Weg stehst. Immer gern. Privatscheißhaus. Wahrscheinlich für die Aufseher. Gibt's hier noch ein Türmchen? Dann sind wir quasi durch. Wie, das war's schon? Ja. Komme ich da hin? Kann ich hier einfach den Zaun kaputt machen? Easy. Oh, da hat aber ein Häftling ein bisschen was versteckt im Klo. Pistole? Ah, zwei Pistolen und schon 20 Schuss. Na, super. Ein böser Häftling. Kann man auch nicht mehr vertrauen, den Häftlingen von heute. Nee. Gefährliche Leute. Ah, ich höre einen Zombie. Ein Banker. Ein Banker. Könnte doch das vielleicht ist ein Privatgefängnis hier. Verwalter gewesen sein oder sonst was. Ah, auf dem Türmchen ist ja gar nichts. Nee, da war ich schon. Damn. Bei dem, der bei den anderen beiden auch. Also ich bin etwas enttäuscht von diesem Gefängnis, muss ich ja, ja sagen. Da habe ich mehr erwartet. Muss man nicht gucken, also kann man sich auch sparen im Weg hier, glaube ich. Ja. Hey! Versuchst du ins Gefängnis einzubrechen? Andere wollen raus, er will rein. Hm. Ist ja doof, ich hätte gedacht, dass wir hier mehr zu tun haben. Ja, ich gehe hier mal in dieses komische Rathausgebäude, was das hier ja, ist. Ja, ich komme mit. Aber wann soll man. Na egal. War man so schon einmal drin, ja? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da mal kurz reingeguckt, aber. Kann mich nicht mehr erinnern.
Wenn wir schon mal hier sind. Oh. Na, hier vorne rechts, gleich hinter einer Säule, ist einer. Ist zwar links, aber... Ja, hier rechts auch. In die Beine. Oh ja. Ah, okay. Hier hängen bestimmt noch mehr rum. Ja, ich hab hier direkt einen. Ach, da ist auch noch einer. Oh, hier könnte man ganz viel Scherben kriegen, Glasscherben. Ja. Brauchen wir noch Glas? Oh, nochmal Munition. Oh, Pflanzen, Topfpflanzen, die nehme ich mit. Ah, ich nehme das Glas mal mit. Nimm das Glas mit. Ich nehme Pflanzen mit. Wer weiß, was wir als nächstes bauen. Vielleicht bauen wir ja wieder was mit Glas und dann haben wir gleich wieder was. Auf jeden Fall wissen sie dann, die Zombies, dass wir hier sind. Also. Stolz auf dich. Machen richtig Alarm hier. Hi, Bikerchen. Bikerchen verfolgt mich. Ich hab schon 3 Pistolen gefunden. Cool. Okay, hier ist die Tür. Noch was hier oben? Und durch. Ich wollte mal nach ganz oben, das sah irgendwie cool aus. Ja, ich war ja gerade oben. Da ist doch ein Türmchen. Ja, da kommst du nicht hin. Was? Wie doof ist das denn? Bikerchen durch die Tür gehauen. Oh, das sind ja viele Scheiben, ey. Hihihihi. Hast du ihn platt gemacht? Noch nicht. Wenn er noch einmal gegen die Tür haut, hat er die uns kaputt gemacht. Das ist ja recht anstrengend. Das ist ja richtig Arbeit, ey. Biker, wo willst du liegen? Jetzt ist er tot. Und da kniet er. Oh oh. Geh weg. Oh, jetzt will ich auch mal hoch. Noch mehr Fenster! Wie lange haben wir überhaupt jetzt? Ach. 100 reicht ja erstmal hin. Kann aber nicht aufhören. Es sind noch so du viele Fenster. Du weißt, dass wenn man Sand in die Schmiede packt, das gleichbedeutend mit Glas ist, oder? Ja, aber es macht Spaß. Okay. Hast du im echten Leben niemals Scheiben kaputt gemacht? Nee. Dann hast du was verpasst. Man kommt ja echt nicht hoch. Von außen sah das so cool aus. Oh, hier ist noch eine Garage. Die können wir uns vielleicht auch noch anschauen. Ach, den Raum hast du doch schon gesehen. Na gut. Dann sind wir auch mit diesem Gebäude durch, das auch nicht so berauschend war. Wildschwein! Oink, oink! Oink, oink! Komm her! Oink, oink! Gutes Oink, oink! Und mein Wildschwein. Warte, ich komm zu dir. Also auf Higashi habe ich keine Lust. Nö, Higashi hatten wir ja auch erst. Ja, man richtig. Achso, hier wolltest du rein, ja? Ja, können wir mal gucken. Warte mal. Power Boost Skater Park?
Willst du in den Skatepark? Oh ja, ich will mit dem Moped in den Skatepark rein. Mit dem Moped in den Skatepark? Ja. Das ist doch bestimmt lustig. Komm, lass uns skaten. Machen wir mal hier so ein paar Dinger weg. Skaten! Geil. Jetzt skaten wir mal. Ich bin der neue Tony Hawk. Tony Hawk der Apokalypse. Du den Zombies rein. Oh. Oh, da sind Zombies. Oh, ich komme nicht raus. Wahrscheinlich musst du über die Ecken fahren. Doch tot? Ja, ja, jetzt sind tot. Jetzt echt blöd, wenn ich nicht rauskomme. Tony Hawk. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ja. Oh, warte mal, da ist. Ups. Ups. Yay! Ach, da ist noch jemand. Oh, hier ist Gelände, stört mich. Warte mal, Scott, du stürzt mich auch. Oh, schade. Das ist eine Balustrade. Oh, ich will was ausprobieren. Ich mach jetzt mal hier das Geländer nämlich weg. Was habe ich in der Mitte vor? Oh, ein bisschen Anlauf? Kann man hier die ganze Geschichte langfahren? Oh, wie praktisch. Das Geländer fällt einfach von alleine ab. Das ist wirklich praktisch. Bei mir leider nicht. So. Oh. Mathilde versucht den Todessprung. Tut, tut. Hui! Ja, ich bin rübergesprungen. Geil. Bin ich draußen. Ach so, jetzt sehe ich, was du meinst. Aber ich versuche hier in den mittleren Pipe wegzukriegen. So. Mache ich einen Doppelsprung. So. Katze, immer und Jui, Jui, Jui. Das will ich auch machen. Ist voll easy. Ja, gut, dass ich dir das Geländer nochmal weggehauen habe. Ja, sonst wäre ich gegengefahren, aber wäre auch lustig gewesen. Oh, woo, woo, woo. Gleich nochmal. Oh, das war falsch. Schade, dass man auf dem Ding nicht so hüpfen kann oder so. Mhm. Oh! Ich hab mit diesem Rand, ich war auf diesem Rand, ich war auf dem Rand. Wie nennt sich wieder das? Wieder so ein fetter Sack. Du meinst ein Skateboard nur so ein bisschen auf. Naja, egal. Und. Yappadu, yappadu, yappadu! Ja, skaten macht Spaß. Na, gehört dir dieses Parkhaus? Oh, war das dein Kopf? Sorry. Ach, bist du jetzt im Parkhaus? Ja, ich gehe jetzt ins Parkhaus. Powerboost, Skatepark. Hat Spaß gemacht. Oh, Tourist. Dicker, dicker, fetter Tourist, du. Mir ist im Parkhaus einmal ein Nemesis über den Weg gelaufen. Ich hab mal ein Problem mit einer Horde gehabt und ich war gerade im Parkhaus. Aber ich war halt oben und die Zombies waren halt im unteren Bereich. Das war lustig, weil dann kamen sie vereinzelt nach oben und naja. Hier ist auch noch einer. Hi! Du hast hier gearbeitet? Das würde mich aber ankosten. Glaube ich erst noch mal ein bisschen was in mein Moped. Kann ich gleich nichts mehr nehmen.
Habe ich vorhin schon gemacht. Was kriegt man denn, wenn man so einen Stuhl kaputt macht? Nichts. Leder. Compound-Bogen. Ah, Schrotflinte, eine gekürzte. Nehmen wir mal mit. Ich gehe mal hoch. Mhm. Nehmen wir ein bisschen Autos auseinander. Ja, ja, ich mache auch gleich. Aber ich fange von oben an. Oh schön, dann treffen wir uns in der Mitte. Ja. Yay! Hier oben, oben lungert doch wer rum. Na, aufgestanden? Haben wir den halben Tag verschlafen? Hast du jetzt Kopfweh? Hm? Mein Beileid. Von mir nicht. Jetzt in die mittlere Etage. Klatsch, klatsch. Ich hab mal so ein... Oh, Steine gehen auch kaputt. Boah. Ich hab mal so ein Schild kaputt geschlagen. Da brauchst du nur eine Seite kaputt schlagen, dann bricht schon alles weg. Spaß. Wumm. Das gefällt dem Heinrich. Ja, fehlt aber ein bisschen Sound, wenn das alles einbricht, finde ich. Oh. Also so viel Wert lege ich schon drauf, ne? Also. Aber dann haben wir heute echt schon was geschafft, ne? Ja, ach so, soll ich dir dann noch die... Klatsch. Und dann geht wieder was kaputt. Sollte bei dir was runtergekommen sein, tut's mir leid. Es ist nichts auf mich draufgefallen. Boah, so ein bisschen am Rand wahrscheinlich. Ja, ja. Hau ich nochmal ab. Das Rohste kann man ja immer gut gebrauchen. Ich guck mal, vielleicht krieg ich noch ein paar Reifen hier raus. Oh, ich hab auch auf jeden Fall schon einige Pfeilspitzen. Pfeilspitzen? Pfeilspitzen. Munitionsherstellen. Achso. 26 Stück habe ich hier schon gefunden. Oh, hier ist auch eine Kiste. Ja, also vernachlässigt nicht den Müll. Nee, Müll ist nicht schlecht. Ich habe Reifen gefunden. 174. Ja,
Ja, ich guck auch gerade noch so ein bisschen nach Reifen. Ja, wenn sie so auf dem Boden liegen und draufhauen. Ja, ja. Vielleicht hat man ja Glück und man kriegt bessere als die, die man hat. Ja. Ich habe aber noch keine gekriegt. Also oben ist sauber. Ja, mittlere und unterste Etage auch. Sehr schnell. Wir hatten hier schon wieder Verdauungsprobleme. Entschuldigung. Na, hier ist so ein bisschen runtergekommen. Ach, du hast Verdauungsprobleme. Sorry, dass ich einfach so an dir vorbeigelaufen bin. War das dein Kopf? Kann er ja vielleicht den Standort zeigen, den ich mir für unsere Bergfestung so ein bisschen ausgeguckt habe, weil... Ja, irgendwie hatte ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt bei der letzten roten Nacht. Ja, ich würde trotzdem noch mal eine blutrote Nacht dort verbringen wollen. Ja, ja, aber ich würde... Aus Testzwecken, ob das jetzt wirklich jetzt nur Zufall war, dass so wenig kam, oder ob jetzt da wirklich auf dem See keiner kommt. Ja, aber ich würde da einfach nebenbei schon immer so anfangen, so ein bisschen an der Bergfestung zu arbeiten, sag ich mal. Joa. Soll ich dir den Standort einmal zeigen? Können ja gerne mal hinfahren, wenn du willst. So, Gefängnis erstmal kann ich löschen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Da. Folge mich. Ich folge dich. Hatte ich auch schon geteilt, den Wegpunkt. Ach so, hattest du schon, ne? Ja, den, ich habe direkt, als ich mich eingeloggt habe, habe ich beide Wegepunkte, sowohl das Gefängnis als auch die potenzielle Bergfestungsbasis, habe ich mit dir geteilt. Vorbildlich, vorbildlich. Ja, ich weiß. Danke. Bitte. Da war gerade ein Hühnchen. Ja, kann man ja nicht mehr überfahren, ne? Nee, fieserweise nicht. Oha. Pack den! Ja, das ist nervig. Da fährt man dagegen. Furchtbar. Hui. Gut, ich bin motorisiert. Oh, wer packt denn hier Kakteen hin, ey? Geht nach Hause, ihr scheiß Kakteen. Oh, ist ja feucht hier. Oh, ich bin nass. Ah, es regnet jetzt auch, okay. Das erklärt's. Und bei dir? Ja, regnet auch. Da würde ich natürlich den Hang so ein bisschen anpassen. Also da ist erstmal ganz, ganz viel Grabearbeit angesagt. Achso, hier direkt oder was? Ja, also hier in diesem Steilhang. Da würde ich dann gucken, dass ich von oben anfange zu graben, dass das wirklich eine gerade Wand ist und würde dann auch hier so in das Gebiet ein bisschen reinbuddeln. Dann haben wir erstmal eine wirklich hohe Wand. Und ja. Also du meinst erstmal gerade hoch, damit wir ein bisschen Abstand zu dieser Ebene kriegen oder was?
Nö, ich würde von gerade unten, weil hier sind ja immer diese Stufen. Und da können die Zombies drin hängen bleiben. Das ist doof. Ich würde da wirklich eine ganz gerade Wand haben wollen. Das heißt, erstmal würde ganz, ganz viel Grabearbeit anstanden. Ja, was willst du da ranpacken? Cobblestone? Erst einmal gerade machen und dann wahrscheinlich Cobblestone, ja. Dann willst du von oben gerade machen. Also einfach wegbuddeln. Also erstmal wärst du mit dem Standort einverstanden. Das ist ein Hang, ich weiß nicht, wie es von oben aussieht. Also wir haben Wasser in der Oben ist eine Nähe. Straße. Was sind das da für ein Gebäude? Was? Das ist ein Händler. Ach so. Und da hinten die kleine Insel, die man sieht, das ist unsere Insel. Ach so, da sind wir. Ich würde gerne mal die andere von oben, die Sichtweise von oben haben. Ja, dann fahr doch rum. Was ist denn der kürzere Weg? Links, rechts, geradeaus? Follow me. I follow you. Weil ich würde dann ruhig, weiß nicht, so 40, 50 Steine schon bereits, schon abtragen. Ich habe halt kein Dings mit, keine Schaufel. Und dann kommen sie alle von hier oben. Genau, und da würde ich dann so Eisenstangen so als Überhang machen. Na, die würde ich sozusagen als Überhang machen. Das war dann von unten direkt auf die so zack, zack, zack. Genehmigst du denn erstmal den Standort? Weil dann würde ich schnell nach Hause düsen, mir eine Schaufel holen und mit dem Graben loslegen. Oder wollen wir uns auf die Suche nach einem anderen netten Hang machen, der vielleicht auch etwas weiter weg ist? Wie Reichweite ist mir eigentlich Schnuppe? Das ist. Was sind deine Bedenken, Herr Heinrich? Ich guck doch nur, wie das so ist. Und jetzt gehe ich mal so runter und. Ja, guck mal. Jetzt voll doof, weil oben ist meine Scheiße. Guck du mal. Nein, 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 nein. So doofe Idee, doofe Idee. Oben ist mein Moped. Ja, zu blöd. Da würde ich mich ja jetzt ärgern. Ich weiß gar nicht, ob ich das wegbuddeln würde. Oder ob ich einfach mit Doch, ich würde es Cobblestone. wegbuddeln und Cobblestone hinmachen. Ich will da eine gerade Wand Ja, haben. aber ich könnte, man könnte auch gleich die Cobblestone-Wand gerade abschließen mit den hier oben. Ob du jetzt hier Weißt du, wie viel Cobblestone das dann in die Tiefe ist? drei Steine. Mindestens. Das ist mehr, als man denkt. Ja, das Buddeln, weißt du, was das ist? Ist auch mehr, als du denkst. Nee, Kann das ja ist mal nicht anfangen. meins. Ach, habe ich nicht, scheiße. Kann auch mit Cobblestone direkt loslegen. Hol ich mal. Weiß nicht, wie viel wir noch haben, aber. Ja, über 100 Stück auf jeden Fall. Aber nach unten würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter buddeln, weil ich mag diese Schräge nicht. Das ist total blöd. Gerade wenn man Plate Traps aufstellen möchte. Anpflanzen und so. Straße müssen wir auch anpassen. Ei, das ist zu steil. Das ist nicht gut. Ich hole was zum Bauen. Ja, dann hol Brot. du zum Bauen, dann bleib ich hier. Guck mir die Umgebung an. Guck dir die Umgebung an. Also, boah, das ist ja hier Glitsche. So. Hier links und rechts schon mal lang gefahren. Nein, machen wir das einfach mal. Hä? Wo ist denn das Moped hin? Wo ist das Moped hin? Mein Moped ist weg. Oh, wie bist du denn da hingekommen, du Moped? Ja, ich glaube, irgendwie passt das mit dem Server nicht. Irgendwie glitscht das gerade echt brutal. Ja, auch das manchmal wirst du so zurückgezogen. Das habe ich auch gerade gehabt. Ach, hier ist wieder so ein unterirdischer Gang. Hier ist ein schöner Hügel eigentlich. Bitte was ablegen.
Dynamit, nehme ich nochmal Lehm mit. Oh, wo sind jetzt die ganzen? Ich hatte doch so. Ja, hier. Kannst du auch mal da, wo der Eingang in den Keller geht, quasi? Ja. Ob da im Schränkchen. Ich glaube, die habe ich schon weggenommen. Weil Beton ist dann auf jeden Fall noch. Ja, ja, da sind noch, ist noch Beton. Okay. Wir haben hier auch einen Hügel. Haben wir jemals auf dem Hügel gebaut? Nee, auf dem Hügel nicht, aber da kann ich dir gleich sagen, dass das so ein bisschen blöd ist zum Fallen aufstellen. Ja, gut. Der ist richtig schön steil, der Hügel. Da können die gar nicht schnell hoch. Ja, da müssten wir auch wahrscheinlich den Hügel wieder erstmal abtragen. Ja, so ein bisschen, ja. Klar. Du willst ja den ganzen Hang abtragen. Guck hier nur. Ich denke halt, Falle. Verflucht. Wer baut denn sowas dahin? Oh, scheiße. Immer diese Menschen, die überall Fallen bauen und so. Oh nee, jetzt bin ich voll. So eine verfluchte Mistsau. Ja. Toll. Muss ich hier in die alte Basis rein? Dann hat's. Wie schön. Aua! Wo ist jetzt mein Moped? Oh, wo ist jetzt schon wieder dieses verfluchte Moped? Ich krieg die Krise. War doch hier. Bin ich total blöd? Mein Kommentar, ich hab's gefunden. Ich hab nichts gesagt. Toll, jetzt ist das Fahrwerk kaputt. Ja, ich werde heute nicht mehr kommen, weil ich muss ein neues Moped bauen. Ja, dann kann ich jetzt zur Basis, weil ich habe keine Schaufel dabei. Jo. Dann halt am nächsten Tag. Genau, dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Und ja, nächstes Mal arbeiten wir da am Hang und gucken mal, was daraus wird. Genau. Ja, und ja, was haltet ihr denn vom Hang? Habt ihr Bedenken? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr bessere Ideen, wo wir bauen könnten? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Schaut ja, unsere Videos zum ersten Mal, dann natürlich abonnieren und liken. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.